Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival mit Xentor und mit dem lieben Valkyrie. Moin moin. Hallo zusammen. Docs. Das sieht echt, jetzt sieht es von unten eindrucksvoll aus, irgendwie das Schiff, finde ich. Ja. Das. Wahnsinn. Wir werden den Brocken jetzt landen und zwar in der Mascarpone. In, ja, was war Mascarpone? Normal Alien-Planet? Nee. Jetzt müssen wir aber erstmal schauen. Xenta muss jetzt sagen, steuert es sich oder steuert es sich nicht? Solange die Triebwerke nicht an sind, steuert sich schon mal gar nichts. Vielleicht war das ja der Fehler letztes Mal. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wie wir dann die Triebwerke angeschaltet haben. Kannst du rauf und runter? Versuch mal mit der Maus rauf und runter, geht das? Ja, jetzt geht's. Guck mal. Ja, du lagst doch an den RCS. Das kann auch am Kapitän gelegen. Den Schuh ziehe ich mir jetzt hier nicht an. Ja, nee, das ist... Ich habe uns heil und sicher runtergebracht. So. Ich hab dich PKW fahren sehen und da konntest du das auch schon nicht nach oben und nach unten rollen. Du erinnerst dich. Ne? Da hast du mal gesagt, nee, ich kann nur links, rechts und vor und zurück. Genau. Hast du, so. Das endete damit, dass wir durch den Planeten gefallen sind. Das war auch echt gut, ey. Ich meinte ja eigentlich mehr Auto im Real Life. Ja, aber pscht. Da konntest du... Ja. Aber du bist diese phänomenal schmale Einfahrt vom Hotel gekommen. Ach, das Ding, ja, boah, alter Schwede. Hotel Residence, ein ganz toller Name, schönes Hotel in Bremen. 3, 2, 1. Go! Was kommt da aus? So, und eine Einfahrt, ihr kennt das ja bestimmt auf der Autobahn, wenn man mal durch so eine Baustelle fährt und dann so verengter Fahrstreifen, 2,10 Meter, da hat man ja schon manchmal so ein bisschen die Schweißperlen auf der Stirn. Diese Einfahrt war der absolute Horror. Was stand auf dem Schild? Spiegel einklappen keine und Angst. Los. Nur genau, Mut, keine Angst, nur Mut. Ja, nur Mut, Spiegel einklappen und los. Und dann hat mein Auto hat diese blöden Park-Distance-Control-Dinger, diese Dinger, die dann immer rumpiepen sind und die haben gar nicht mehr aufgehört. Drohne, Backboard, oh, schon wieder weg. Ja. Da habe ich echt geschwitzt. Also rein war kein Problem, da waren wir abends schon mal trinken. Und nächsten Morgen wieder, scheiße, jetzt muss ich ja wieder rausfahren. Oh mein Gott. Ja, aber es hat funktioniert, ja. So, Drohne, ich bin mal gespannt, ob unsere Geschütze hier ballern oder nicht. Soll ich hinfliegen? Nee. Kein Risiko. Aber wir sind, müssen nah genug sein. Ja, doch! Ja! Da ist eine Drohne. Bratz, und weg ist sie. Weg. Wie, haben die echt? Jo. Ja. Ich hab gar keinen Schuss gesehen, muss ich sagen. Aber. Und nur gehört, die Minigun-Schüsse siehst du auch nicht. Ich glaube, die haben keine Leuchtspur-Munition dran. Eintritt in Atmosphäre in ein paar Sekunden. In 1000 Meter. In 3 dauert noch. Genau. Heben wir uns noch ein bisschen was auf. So. Rauszoomen. Zack, Baby. Boah, und es brennt. Ui! Oh. Ich sehe nichts. Ach, da unten. Es ist nur neblig. Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, wir haben kein Backup gemacht, ey. Okay, es ist grün und wolkig. Treibstoff, Strom für. Ja, jetzt mit dem anderen. Ja, mit den dann flieg doch mal irgendwo in die Nähe von irgendwas, was wir hier kaputt schießen könnten. Wir sind aber gar nicht in den Geschützen gerade. Sollten wir uns nicht vorher in die Geschütze setzen? Ja, die großen funktionieren. Ich wollte jetzt erstmal. Doch, die großen funktionieren hier sowieso nicht, stimmt. Genau. Ich wollte jetzt erstmal überhaupt landen, um endlich mal das Hover-Vessel umzuparken. Oh. Das war wahrscheinlich nicht so gut. Folgentitel ist da. Oh. Scheiße, Willi, wird dich auf den Rücken. Ich hab da eine Idee. Was ist denn, wenn wir den Untergrund ein bisschen wegbuddeln und dann mit dem aus einebenen Tool wieder. Wir haben nur zwei, müssen wir unten ein paar mehr anbauen, ne? Dann geht das wahrscheinlich, oder? Ja, das kriegen wir hin. Ansonsten bauen wir das Cockpit aus und setzen es einfach oben drauf und dann drauf. Ziehen wir weiter. Ja. Geht das? Stimmt. Da brauchen wir oben auch noch ein paar Düsen. Aber das ist ein Screenshot hier. Boah, sieht gut aus. Das war die beschissene Polwand. Ja. Von wo machst du einen Screenshot? Von unter der Erde? Von außen. Ich habe dann einmal gedreht und also schon richtig so. Schon richtig rum, aber sieht gut aus. So, zwei Triebwerke hatte ich ja noch. Ja.
also zwei müssen mindestens noch dran. Gut, dann ich steig mal aus. Ja, ich auch. Eieiei. Eieiei. Das ist jetzt das Problem. An der Decke laufen, ne? Au, au! Ich hab sie. So, Triebwerke habe ich. Jetzt guck ich mal, dass ich irgendwie hier. Wie komm ich bin im Konstruktorraum gefangen. Wie komme ich denn hier raus? Ja, ich auch. Jetpack hoch und dann, okay. Macht ja nicht euer Jetpack aus. Dürft ihr jetzt noch den Weltraum. Nee, es ist an. Ich hab mein Jetpack schon zwischendurch mal ausgemacht. Aber wo bin ich? Nie anders. Boah, andersrum sieht das Schiff so anders aus. Durch den Aufzug, ja, oder was? Ich muss mal eben Fenster. Wir müssten eigentlich müssten wir noch mehr Triebwerke craften, oder? Oder nicht? Willst du wirklich den Strom anlassen vom Raumschiff? Das frage ich dich jetzt gerade mal. So, Xentor, warte. Ich baue mal dran hier. Habt ihr schon Triebwerke, oder? Wie? Zwei Stück hatte ich noch, ja. Warte mal, eins ist dran. Ob das reicht? Da ist echt die Wand. Verdammte Axt. Ja, ich gucke mir das von draußen an. Sonst. So, ich mache Triebwerke so, dass du einfach mit, also einfach, ne, du weißt schon, wieso kann ich das hier nicht dran setzen? Okay, sieht jetzt nicht toll aus, aber, ach, du bist gar nicht im Cockpit. Nee, der ist hier unten bei uns. Doch, gleich bin ich wieder. Aber lustig. Ja. Irgendwie kriegen wir das schon wieder weg. Ansonsten bauen wir halt einfach, sonst fliegen wir. Was ist denn das hier? Was? Das ist hier so ein Wurm. Ja, irgendwie so ein Zappelarm hier. Ja, ja. Hm. Den habe ich auch hier. Hier habe ich den. Bah, Pilot. Sieht das gut aus. Na ja, toll. Jetzt die Frage. Schaffen wir das oder ne? Ein kleines Problem. So. Ja. Hals über Kopf. Kennst du da hinten so weit? Ja, guck mal. Yeah. Xentor, Xentor. Oh, 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 ja, guck mal. Nee, muss höher. Geh mal so auf 500, 600 Meter oder flieg einmal in den Weltraum. Spinne, Spinne. Ja. Kann ich euch leider nicht helfen bei der Spinne. Plumpst doch einmal drauf. Hässliches Mistding. Ja, super, das sieht, geht doch. Xentor, oh. Flieg doch einfach in den Weltraum hoch, dreh da in Ruhe und komm wieder runter. Ja, vielleicht. Nicht hier versuchen zu drehen, das geht schief. Gib Gas, gib Gas. Du hängst an der Wand fest, oder was? Ja, wir hängen nämlich genau an der blöden Wand. Ja, dann wir haben noch Richtungsschubdüsen, ne? Uiuiui. Kannst du in unsere Richtung rüberschieben? Weil hier ist ja keine. Genau, Richtung, also müsstest du ja eigentlich dann nach. Nach rechts. Nach, oder nach links von nach links, ja. Gehen, wenn du bei der wow, was ist denn das? Alienkäfer, ist ja interessant, hallo. Ey, ich möchte oh, nur ein Foto oh, von dir machen, oh, du Arsch. Oh, oh, jetzt hängt er senkrecht. Ich bin tot. Ich bin tot. I am dead. Der Käfer sitzt auf meiner Kiste. Ich glaube, wir werden gleich vom Raumschiff erschlagen, wenn er hier rüberkommt. Fresh start. So, oh, guck da oben, guck da oben, guck da oben. Ja, ja, ich gucke. Ja, 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 ja. Oh, und er hat's gedreht gekriegt. Oh, shit. Zwei Gift. Ah, ach, verdammt. Was mit unseren Geschützen? Funktionieren die nicht oder was? Ey, ich habe ja so einen scheiß Käfer. Ich habe zwei am Arsch. Der auf meinem Backpack rumliegt hier. Ich bin ja gestorben gerade leider. Ach so, okay. Aber alles wieder gut. Ja, Käferlein. Wunderbar, Xentor. Geil gedreht. Boah, ist das ein Brocken vom Planeten aus. Das sieht richtig gut aus. Ah, und ich werde die nicht los, die Mistdinger hier. Warte mal eben. Ballermann, Ballermann. So. Sauber gelandet. Sehr gut. Großes Medikit oder ich brauche was gegen Gift. Tot. Der Käfer dünstet ja aus. Oder? Nee. Cool. Unsere Rampe sitzt nicht auf dem Boden auf. Ja, ganz sagen, ne? Auf dem Boden wird sie nicht sein. Nee. Na gut, das heißt ganz. Kommen wir denn vorne irgendwo rein? Haben wir einen vorne? Nee, nee. Boah, ist das groß. Flieg mal von der Wand weiter weg. Warum funktioniert das rechte? Das ist ja wirklich genau noch neben uns. Das rechte Triebwerk funktioniert überhaupt nicht hier. Kannst du von der weiter wegfliegen von der Wand oder geht gerade nicht? Geht schon. Ja, sonst lass da. Sonst lass uns erstmal einsteigen. Dann fliegen wir vielleicht weiter oder so. Komm mal wieder runter, dann können wir eben rein hier mit Jetpack.
müsste vielleicht. Oh, es wird knapp mit Jetpack, ne? Da oben reinzukommen. Ich versuch's. Ja, mal. Geh mal runter. Ja. Mal flieg mal von der blöden Wand weg. Kannst ja, du nicht einfach, kannst du nicht mit D einfach rüberfliegen? Nein, wir haben zu schwache Richtungskorrektur. Ja. Also ich. Kannst du sonst lande einfach mal eben kurz, weil ich bräuchte eigentlich. Sonst sterbe ich. Ah, super. Okay. Warte, ich komme auch. Lauf ich mal eben hinterher. Weil ich habe nur noch. Oh, wie viel sind das so? 15%? Giftbiss halt. Ich glaube, ich jetzt erstmal so stehen. Jo. Ui. Nein! Ich glaube nicht, dass wir. Die Türme dürften jetzt eigentlich auch was machen. Ja, die bewegen sich auf jeden Fall schon mal. Wir kommen leider nicht ins Schiff. Kannst du die Nase ein bisschen nach oben machen? Hoch. Nase nach oben einfach nur ziehen. Wir das reicht. Nicht hoch. Schieb die Maus nach vorne und dann kommen wir rein. Bitte. Jo, ich bin. Boah, aber ja, gerade so. Ich auch. Über die Rampe, aber gerade drin jetzt so. Bitte nicht mehr bewegen gerade. Ich mache jetzt Kasala hier. Kommen wir nicht von dieser blöden Wand weg? Ich muss dringend. Ein bisschen stärkere Seitentriebwerke einbauen. Ja, können wir machen gleich. Sie schießen, meine Babys. Ich glaube nicht, dass ich das überlebe. Haben wir Medikits? Haben wir irgendwo noch? Oder wo haben wir? Wir haben eine Medikitstation. Wo ist die? Ach so, ja, die heilt mich doch nicht vom Giftbiss. Natürlich, oder? Ach so, Gift. Ja. Aber wenigstens heilt sie deine. Aber braune Pilze haben wir unten noch in der Farm. Okay, ich bin. Boah, gerade so überlebt. Aber mit wirklich, glaube ich, nur 3 Leben oder sowas. Ich sehe den Balken nicht mehr. Was bist du denn? Solange das Spiel den Balken noch sieht, ist ja gut. Oh, krass. Ey. Ach nee, ich habe jetzt aus Nervosität was gegessen. Er hat aus Nervosität was gegessen. Ja, das kann man so sagen. Okay, ich, so entsteht ich Fettleibigkeit. So, ich muss mich mal eben heilen. Das ist okay. Ich mach mal eben eine Heilungsdusche. Ups. Ich stürze ab. Ich sehe bewegtes Licht. Fliegen wir irgendwie? Nee, ne? Nee, ich flieg hier. Das ist dieser blöde Seitending. Ich wollte sagen, nämlich die blöde. Soll ich schon mal Seitenschubdüsen craften hier? Ja, bitte. Und bau am besten große Triebwerke. Was brauchen wir? Schubdüse. Groß. Für eine gelbe. Schubdüse schräg. Schubdüse groß gibt's gar nicht, du. Ach, hast du die noch nicht gelernt? Ach nee, Richtungsschubdüse. Nee. Die haben wir schon, aber die sind doof. Die bringen nichts. Ich kann sie leben. Schubdüse los, falsch halten. Schubdüse. Ah, wie sie schießen. Aber gibt es denn auch große Richtungsschubdüsen? Gibt es doch gar nicht. Nee. Nimm die normalen. Ja, stimmt, hast du auch wieder recht. Richtung Schubdüsen haben wir schon, die sind zu schwach. Nee, okay, dann mache ich die normalen großen Schubdüsen oder ja. Also in großen. Mach mal 4 Stück einfach. Nee, die Rampe funktioniert schon mal für das Hoverwendel. Ja, ich sehe es. Ja, sehr gut. So, Metallkomponente. Ich versuche das hier mal ein bisschen zu beschleunigen. Cool, unsere Geschütze haben gerade einen Goliath platt gemacht. Ich krieg gar nichts mit, weil ich hier im Reaktorraum bin. Sumpfgolem. So, unser Hoverwessel stieg jetzt endlich da, wo es hin soll. Yay! Unser Raumschiff ist echt zu groß. Schleimi! Was geht denn bei dir? Müssen wir irgendwie an unsere Geschütze ran und müssen mitschießen? Das sieht aus wie Sauron. Musst du hingehen, mit draufziehen, mit T halt, dann hupst du rein. Aber die Großen gehen eh nicht. Naja, Schuss auf jeden Fall. Feuer. Wir kommen in Frieden. Sowas ähnliches. Oder auch nicht, genau. Kommt ein Xentor. Stachelige Pilze, Du läufst draußen durch die Gegend, oder? Ja, oh, was war das denn? Oh, abgestürzt, jemand hat sich bewegt. Nee, das Schiff hüpft durch den Aufzug. Warum bewegt sich das Schiff denn von alleine? Aufzug. Ach so. Ah, okay, alles klar.
Ja, das ist eine gute Idee. Mit wir hätten mal die Türen zumachen sollen, weil irgendwie ist dieser ganze grüne Nebel im Schiff drin. Wer hat gepupst? Ich nicht. So, eventuell sind die Richtschuppdüsen schon fertig. Cool. Oh. Oh, was ist das denn? Mir kommt ein Riesenkäfer auf mich zu. Ach ja, genau. Die sind... Begrüße ihn mit Blei. Ja, mei, hier. Funktioniert das nicht? Dort haben wir auch einen Fußgängereingang. 4, 5, 6, 7. Im rechten oberen Konstruktor sind eventuell die Richtung, die Schubdüsen schon fertig. Okay, also, gut. Ich guck mal. Guckst du? Okay. Hab jetzt erstmal nur 4 hergestellt. Mal gucken, ob das reicht. Oh, so Allergie hier. Was habe ich jetzt weggepackt? Mein Terrainverdampfer. Oh mein Gott. Ist das eine fertig? Den dahin. Echt? Schrottflinte. Oh, so lange? Ja. Minigun. Ich versuche gerade meinen Planeten zu erkunden. Zu Fuß. Du kannst ihn auch zu Raumschiff erkunden. Ne? Geht auch, ja. Das kann ja jeder. Ist alles Quatsch. Warum ist hier ein Loch im Boden? Nee, ist gar nicht. Die hatten kein Geld für mehr Loch. Das ist schon ein eindrucksvoll fettes Raumschiff, ne? Oder ja. Sieht das hier so an? Wenn man sich das mal vom Planeten anguckt, genau, das ist echt heftig. Ja. Fliegende Festung. Wenn du mal überlegst, so groß war ja nicht mal eine Basis, die wir uns gebaut haben. Nee. Jetzt bauen wir eine Landeplattform für das Baby. Wie ist denn das Blocklimit auf dem Planeten, Xentor? Das ist genau dasselbe. Oh. Das ist aber doof. So, ich schwing mich jetzt in den Flieger und guck mal ein bisschen rum. Mach ich mal mit eben. Was? Ich wieder zurecht bin. Bam. Boah, wir haben Kinder. Hier ist echt Nebel, ne? Drin. Jo. Ja, das ist halt ein Sumpfplanet. Mascarpone. So, ich flieg mal Richtung Westen an der Wand entlang. Ich finde mich gerade nicht mehr mit dem Nebel hier zurecht im Raumschiff. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Nee, echt nicht. Ich find unsere... Ah, da. Ich brauche Luft. Oh, sieht aber echt gut aus hier. Ich mache wieder viel zu viele Screenshots und kann mich nachher nicht entscheiden. Ja, ich habe nur das von einem umgedrehten Raumschiff und das wird auch mein Screenshot werden. Garantiert. Tut mir ja leid, also ich habe auch nicht, ich fand das große Raumschiff, wie siehst du diese blöde Wand auch nicht? Zaskosium, da waren wir doch schon mal. Mein Gott. Ja, ja. Das ist ja, wir waren schon hier. 0 von 7 Promethium. Bam. Jetzt kann man nämlich auch den oberen Fahrstuhl wieder richtig benutzen. Sehr gut. Kann man nämlich rechts und links hier auf die Haupthülle runterlatschen und ja, halt so. Boah, ist das neblig hier. Es ist unglaublich. Es ist so grün überall. Grün. Bzzz. Ja, grün. Na, welcher Film? Das fünfte Element. Gut. Ein toller Film. Mit große Badaboom. Was gibt's? Genau, mächtige Badaboom. Für Ressourcen auf diesem Planeten. Zaskosium also, und Promethium. Okay. Ja gut, aber Promethium brauchen wir auch nochmal. Aber der Planet ist verdammt groß. Ja? Ich glaube schon. Ich fliege jetzt einfach nochmal Richtung Westen und dann müsste ich hier irgendwann wieder mit unserem Schiff auskommen. Ich glaube, ich sehe hier einen Alien-Turm. Das ist wieder... Nee, wenn dann bewegt sich der Dreck auf meinem Monitor. Irgendwas ist dahin. Jetzt wollte ich gerade sagen, man kann super geile Tieflugübungen hier machen. Knall voll in so ein... Guck mal, Promethium habe ich schon entdeckt und nee, hier ist dieser okay, ich bin tot. Alien-Turm. Hier ist wieder so ein großes Phallus-artiges. Phallus. Ein Riesendildo in der Landschaft. Die Rache des Phallus. Irgendwie ist hier. Ist das gerade sehr schwierig. Das ist ein bisschen mehr große Kanonendrohne. Xenu-Tempel. Doppel-Minigun-Drohne. Ja. Ja, wir sind hier auf einem Planeten der Schwierigkeitsklasse 5. Du hast dich ja darüber beschwert, dass das Spiel so einfach. Ja. Und das macht es jetzt schwieriger? Die schießen doch nicht auf mich, die Kanonentürme. Ich finde hier gar nichts, hier ist nichts. Ich glaube, sie schießen doch auf mich. Ja, bei mir ist was. Ja, der Tempel, der hat schon ein paar Raketentürme da stehen. So. Bum, 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 bum,
Ah, schon wieder dunkel hier. Dunkel und Nebel geht gar nicht. Ich habe keine Nebelscheinwerfer angebaut. Sehr unwirkliche Landschaft hier. Der Quatsch. Plasmadrohne. Ja, yeah, Gegner, endlich. Komm her, du Sau. Bam. Na. Jetzt hör auf so rumzuzucken, du blödes Mistding. Wow, was ist das denn für ein Gebäude? Was, wo bist du denn? Da unten. Hab ich gar nicht gesehen, was ist? Boah, aber jetzt. Warte, oh Gott, ey. Oh, Cliffhanger, nein, was? Ich will nicht bis nächste Woche warten müssen. Xenowalker-Basis. Und what the fuck? Cliffhanger und eine Drohnenbasis. Boah, Cliffhanger. Ultra, ultimativ. Ultimativer also Cliffhanger. Da hängen wirklich vier Drohnen rum. Und das sieht schwierig aus. Ich glaube, ich muss weg. Xenowalker ist ja, klingt ja interessant. Ja, Cliffhanger ist gut, ne? Ich würde sagen, dann machen wir an der Stelle weiter. Ich versuche mal irgendwie wegzukommen bis zur nächsten Folge. Ja. Gerade nicht aufnehmen. Okay, das merke ich mir hier aber. Ah, endlich habe ich auch nochmal was entdeckt hier. Kurz vor Schluss ist das gut. Guti, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und habt einen schönen Sonntag. Bis übermorgen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.